Sony Computer Entertainment Europe presents bla bla bla. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Insomniac Games. Nein, die haben das Spiel entwickelt, aber das Let's Play handelt von Spyro the Dragon. Es handelt von Spyro the Dragon. Das ist das grundsätzliche Rahmenthema, an dem wir uns entlanghangeln werden. Genauso wie dieser wunderbare Drache erst Spyro. Oh mein Gott, Spyro. Spyro ist super. Ich werde das Let's Play und ihn von jetzt an konsequent Spyro nennen. Auf jeden Fall, ja, wir spielen Spyro. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Es soll nicht allzu leicht sein und ich freue mich. Lass uns das Spiel starten. Yay, Zugriff zu Memory Card. Zugriff. Wähle Memory Card. Nimm 1, ist schon okay. Ein neues Spiel. Zack. Wir könnten auch das Spiel laden, aber irgendwie ist da noch nicht so viel. Oh, ein Drache. Im Land der Drachen. Er fliegt durch einen schwarzen Hintergrund. Hallo. Hey, Action. Was? Oh, ah, ein Drachenleben lang herrschte Frieden in unseren 5, oder sind es 6 Welten? Wir haben jetzt 12.000 Juwelen, oder sind es 14.000? Was mit diesem Gnasty Gnork? Wie ich höre, hat er eine Zauberformel, mit der er Edelsteine in Kämpfer für seine Sache verwandelt und arbeitet an weiteren Formeln. Das beantworte ich. Gnasty Gnork ist eine einfache Kreatur. Einfach? Er ist in einer fernen Welt gefangen und stellt keine Gefahr für das Drachenreich dar. Keine Gefahr! Und außerdem ist er hässlich. Hässlich! Jetzt Glanz! Sieht aus, als wartet Arbeit auf mich. Sieht aus, als wartet Arbeit auf mich. Ja, die Synchro ist perfekt. Ihr habt das gehört. Richtig professionell, richtig sympathisch. Das Abenteuer beginnt. Yay! Müsste ich hier nicht mit jemandem reden? Wir haben diese Fee dabei, oder? Nein, das ist keine Fee, das ist ein Glühwürmchen. Yay! Yeah. Glühwürmchen. Ich nenne das Glühwürmchen Tim. Und der gute Tim folgt uns auf unseren Reisen durch das Drachenland. Wir können diesen Charge machen und ich finde das so super. Ich liebe Spiele, in denen man sich schnell bewegen kann. Und das hier ist schnell. Ich sehe einen Ort und ich bin in 5 Sekunden dort. Außerdem haben wir... Können wir Feuer speien? Und bei diesem Feuer hätten die Entwickler fast versehentlich 2 Polygone benutzt. Ja, das Feuer ist nicht das schönste Feuer, das wir jemals gesehen haben, aber nichts anderes ist zu erwarten von einem Spiel aus den frühen 90ern, späten 90ern. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wann Spyro rausgekommen ist, weil ich mich wie immer sehr gut informiert habe auf jeden Fall. Hauen wir die erstmal um. Charge! Ich werde jetzt jedes Mal Charge brüllen, wenn ich auf einen Gegner zulaufe. Auf Dauer werdet ihr mich dafür hassen. Oh, und es gibt eine freie Kamera. Wir können die Kamera drehen. Wir können den Kameramann auf den Kopf stellen. Wir können ihn leider nicht feuern. Aua, denn er macht seine Aufgabe, um ehrlich zu sein, nicht so berauschend. Da hoch. Wir können außerdem schweben, wie es sich für einen Drachen gehört. Ich wollte jetzt eigentlich erst springen und dann schweben. Könntest du... Kriegst du das hin? Ja, wir sind draufgekommen. Kann ich die Truhe bitte mit Feuer öffnen? Super. Weil mit dem Charge könnte ich sie bestimmt auch öffnen, aber... Das ist so schnell und ich bin so ein alter Mann geworden. Nein, wir würden die Plattform runterfallen. Definitiv, auf jeden Fall. So, weitere Juwelen. Ich habe keine Ahnung, was es uns bringt, die Juwelen zu sammeln, um ehrlich zu sein. Vielleicht passiert irgendwas, wenn wir 100 zusammen haben. Grüne geben anscheinend 2, rote geben 1 Juwel, Punkt, Schatzpunkt. 1 Juwel für die Schatztruhe, wie auch immer man es denn nennen möchte. Können wir eigentlich schwimmen oder sind wir dann tot? Okay. Okay, oben rechts sehen wir anscheinend unsere Leben. Wir haben noch 3 Leben und wir sind gerade im Tutorial gestorben. Das ist ein Muster, das sich in letzter Zeit in meinen Let's Plays wiederholt, um ehrlich zu sein. So, wir haben ein Leben dazu bekommen, wenn ich mich nicht verguckt habe. Auf jeden Fall ist das Lebenssymbol kurz aufgeflackt. Da, jetzt haben wir ein Leben dazu bekommen. 4 Leben.
Ich werde probieren, dieses Spiel ohne Save States zu spielen. Ich werde vermutlich gründlich darin scheitern. Aber man kann es ja testen. Man kann ja mal gucken, was kommt. Wo so, da war noch ein Typ, Feuer unterm Hintern. So gehört sich das. Noch mehr Feuer unterm Hintern. Wie viel hat er denn dabei? Wir haben Delvin gerettet. Wo ist Nasty Nook? Den grill ich. Immer mit der Ruhe, Spyro. Du musst noch viel lernen. Weißt du, wieso dir die Libelle folgt? Libelle? Ihr Name ist Sparks und sie beschützt dich. Behalt sie im Auge, dann siehst du, was ich meine. Das ist ein Glühwurm und er heißt Tim. Okay, okay, ich geb's zu. Sparks, von mir aus. Okay, ich wusste nicht, dass es so einfach ist, die Drachen zu befreien. Anscheinend müssen wir einfach nur zu ihnen laufen. Jetzt stirbt hier. Können wir eigentlich Schafe verbrennen? Können ist nicht die Frage. Die Frage ist, bringt es was? Ah, diese Dinger sind Lebenspunkte. Ich habe jetzt 5. Okay, da müssen wir hoch. Da müssen wir aber hochkommen. Komm schon. Ah, man kann auch diesen Charge machen, während man in der Luft... Aua. Ich werde mir den Kopf kaputt hauen in diesem Spiel. Also, ich als Spieler sowieso, mache ich immer, aber auch Spyro. Danke, dass du mich befreit hast. Rette 10 Drachen in dieser Welt. Der Ballonfahrer bringt dich dann in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nook? Den will ich kriegen. Suche zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Danke, dass du mich befreit hast. Ich werde dir jetzt die nächsten 5 Stunden des Spiels spoilern. Also, erst musst du die Drachen befreien und dann wird dich der Ballonfahrer zu Nasty Nook bringen. Oh, die Schafe verwandeln sich natürlich in wunderschöne Schmetterlinge, wenn wir sie mit dem Feuer wegbrennen. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Spyro, was kannst du eigentlich? Schatztruhen. Schätze sammeln, das kann er. Könnte ich sicherlich auch so gut, wenn Edelsteine um mich herum liegen würden. Nur leider ist das im echten Leben eher selten der Fall. Okay, so richtig die Kamera zentrieren können wir nicht. Bist du der Ballonfahrer? Marco, es ist Marco. Wenn du dich als würdig erweist, indem du 10 Drachen rettest, kannst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Ja, er hat natürlich keinen Synchronsprecher bekommen, weil die Entwickler bereits wussten, dass ein Marco das Spiel spielen wird, dann kann er den auch sprechen. Geld sparen, wo es nur geht. Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Welt? Stonehill. Juwelen gefunden? Ganz viele. Okay, erzählt sie kurz nach, macht sie dann wieder in die Truhe. Willkommen im Steinhügel. Ich weiß nicht, was mich hier erwarten wird. Wahrscheinlich Steine und Hügel. Sammel weitere Juwelen, Spyro. Ah, die blauen geben 5, alles klar. Ich hab's jetzt voll bekommen, oder? Ich hatte jetzt 100. Und es hat sich irgendwie zurückgesetzt. Aber was hab ich davon? Was hat es mir gegeben als Mensch? Oh, wir können uns auch... Oh, das ist ja süß. Yay, wir können... Aua! Ich wollte süß sein. Hau mich nicht, während ich süß sein wollte. Wir können anscheinend strafen. Und zwar relativ gekonnt mit einer wunderbaren Rolle. Schatztruhe, komm her. Sparks, warum hilfst du eigentlich nicht mit? Alles, was du machst, ist mir zu folgen. Kann das sein? Ah, man muss auch gar nicht direkt in die Juwelen reinlaufen, damit sie zu einem kommen. Wäre das doch nur im echten Leben so. Du gehst in eine Bank und das ganze Geld fliegt dir einfach in die Tasche. Aber damit das passiert, musst du Betreiber der Bank sein. So funktionieren Banken. So vom Konzept her. Also ähnlich. Ich hab's jetzt ein bisschen abstrahiert, aber kommt schon. Lasst mir meine Abstraktionen in einem Spiel für Kinder ab 0 Jahre. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Die heizen schon mal auf. Ah, die kann ich nur einrennen. Okay. Es ist nämlich Metall. Das Einzige, was Metall in dieser Welt zerbrechen kann, ist nicht Feuer, sondern Spyros elender Dickschädel. Lindar!
Wenn du einen Drachen befreist oder eine der Plattformen betrittst, kannst du das Spiel speichern. Das ist nützlich, falls mal Probleme auftreten. Nicht, dass dir sowas passieren würde, Spyro. Danke, Linda. Du trägst einen Frauennamen. Wie fühlt sich das so an? Spiel speichern. Ja, ich möchte gerne Drachen wiederholen. Ach so, dann wiederholt er das, was Linda uns eben gesagt hat. Linda, der 40-jährige Truckfahrer. Nein, also Männer, die Linda heißen, sind komisch, oder? Ich weiß nicht, ich frag ja nur. Süße Schafleins, die wir nicht alle wegchargen werden. Und ganz viele weitere Juwelen. Und wenn wir wieder 100 haben, dann werde ich mal ganz penibel darauf achten, was passiert. Gut, ein Zusatzleben. Immer sehr erfreut. Wir können mittlerweile 5-mal sterben, ohne zu sterben. Das hört sich komisch an. Nach Hause. Ich bin zu Hause. Sonst hätte ich meinen Computer nicht, du Noob. Noob-Spiel. Astor. Nachdem du alle Drachen befreit hast, durchquere dieses komische Wirbelsturm-Dings, um in die Artisan-Welt zurückzukehren. Dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen? Nein, danke. Tschüss. Nein, danke. Tschüss. Hallo, ich bin Spyro, ich rede immer so. Du denkst wahrscheinlich, ich habe eine Kackwurst in der Nase stecken. Aber nein, ich rede immer so. Wenn er mich Spyro. So, Spyro hätte gerne ein bisschen Spiritus. So, jetzt 100. Was passiert? 1. Ah, eine 1 fliegt durch den Bildschirm und kracht gegen die Wand. Okay. Alles klar. Damit werden wir die Welt retten. Ah, nee. Jetzt sind's. Es geht über 100 anscheinend. Vielleicht kriegen wir dann am Levelende 1 Belohnung. Vielleicht kriegen wir ein Zusatzleben für 100 Dinger, die wir gesammelt. Wie soll ich da drankommen? Ich kann da hoch? Wo kann ich da hoch? Also da oben liegen so Juwelen. Ich hätte sie gern. Ah, ich habe eine Vermutung. Lass uns erstmal die verbleibenden Monsterlines töten. Bam! Da denkt er sich mit seinen Nicht-Hufen. Wie heißen die Dinger? Mit seinem Helm. Mit seinen Stacheln auf dem Kopf. Ja, so heißen die zoologisch korrekt. Stacheln auf dem Kopf. Mit seinem Geweih. Mit seinem Geweih denkt er sich, er kommt an mir vorbei. Aber nein. Oh mein Gott, der Magier ist böse. Direkt Feuerball auf mich. Bin tot. Werde in 1000 Stücken zerteilt auf dem Spielfeld. Okay, es ist ein Kinderspiel. Beruhig dich einfach, Marco. Beruhig dich. Immer mit der Ruhe. So. Drache! Wie geht's? Es ist Gildas. Spyro, mein Freund, möchtest du was über das Gleiten lernen? Klar doch! Möchtest du was über Gleitgel lernen? Drück am höchsten Punkt des Sprungs die X-Taste. Um zu landen, drück im Flug die Dreieck-Taste. Alles klar. Das hätte ich zum Beispiel nicht rausgefunden allein, dass man die Dreieck-Taste drücken kann. Lass mal hier speichern. Ja. Ich sehe es jetzt schon. Ich werde zu selten. Mindestens einmal würde es mir passieren, dass ich sterbe und nicht gespeichert habe. Und zwar nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil diese Ladezeit so elend lang geht im Vergleich dazu, dass halt das ganze Spiel so schnell ist. Yay! Das ist Wasser, da sollten wir vermutlich nicht runter. Sind auf jeden Fall jetzt auf diesen wunderschönen Ebenen am Rand des Spielfelds. Was hat er denn? Er hat ein Ei. Er hat Eier und läuft trotzdem weg. Wo bist du? Hallo? Fuck. Wir haben den Eierdieb nicht mehr erreichen können. Okay, despawnt der vielleicht? Verschwindet der? Und wenn man schnell genug ist, bekommt man das Ei und zahllose Reichtümer? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist die subtilste unsichtbare Wand, die ich je gesehen habe. Er könnte auch sowas schreiben wie, ich kann hier nicht weiter, ich muss erst die Drachen retten. Stattdessen einfach, zack, Kopf gegen die Wand. Komm, den kriegen wir. Alter, wie schnell bist du denn? Hier ist 30. Ich glaube, ich bin auch 30, bis ich... bin auch 30, bis ich den gekriegt habe. Ja, nicht so leicht, dieser Typ, nicht so leicht zu erreichen.
Ich hasse es, dass mir nicht gezeigt wird, wie viele Lebenspunkte ich noch habe, sobald ich einen Treffer kassiere. Weil ich glaube, die haben mich eben geschlagen. Oder hat mir das nicht wehgetan? Bin ich so ein harter Mann, dass mir das nicht wehtut? So ein harter Drache, besser gesagt. Egal, was ich bin, wir spielen dieses Spiel nicht, um in eine Identitätskrise zu gelangen. Ich möchte nicht speichern. Ich möchte den Typen verhauen. Den Typus. Okay, so ist das mit dem Landen gemeint. Oh, ich hab's. Und was ist das jetzt? Dieses Spiel mag echt nicht mit dem Spieler kommunizieren. Aber Dankeschön für das Drachenei. Ich vermute, dass ich mir gerade auf die Zunge gebissen habe. Was ich aber auch vermute, ist, dass das ein Drachenei ist, weil wir werden wohl kaum durch die Gegend laufen und Hühnereier sammeln in einem Spiel, in dem es primär um Drachen geht, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nicht den blassesten Schimmer. War da oben noch was? Also jetzt bin ich in einem anderen Raum. Ich bin verwirrt. Es sah so aus, als wäre da oben noch was gewesen. Außerdem meinte der Typ eben, ich kann erst dann nach Hause, wenn ich alle Drachen befreit habe. Aber woher weiß ich, wie viele Drachen es in dieser Welt hier gibt? Vermutlich nur durch den Walksruh. So, hier vorbei und dann zu diesem Gebäude, aber dieses Mal nicht an der Seite runterspringen, dieses Mal einfach... Ah, ich hab das schon. Ich glaube, wahrscheinlich geht's hier nicht weiter oder so. Wahrscheinlich hab ich das Zeug schon gesammelt. Wirkt ein bisschen so. Okay, ich flieg dann mal nach Hause. Hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man hier 200 Edelsteine sammeln kann. Damit dann eine Plus 2 auftaucht. Aber das wäre wahrscheinlich zu vorhersehbar gewesen. Die Entwickler saßen hier so, Frank, wir können nicht einfach nach der 1 die 2 kommen lassen. Das verwirrt die kleinen Kinder zu viel. Die können doch noch gar nicht zählen. Die können nur bis 1 zählen, was ihnen genau nichts bringt. Außer, dass sie das Wort ein abkürzen können. Was haben wir nur getan? Seitdem schreiben alle, Hallo Ibims 1 Kind. Aus der Mutter rausfallen und schon, Hallo Ibims, 1 Kind, von dir her. Okay, da geht's nicht weiter. Dann würde ich sagen, dass wir in dieses Loch hineinkriechen, in diesen Gang hinein schlendern. Nach Hause! Was ist das für eine Rechnung? Bei der aus 100 plötzlich 200 werden. Das verwirrt die kleinen Kinder noch mehr. So, jetzt bin ich wieder in der Hauptwelt. Und das war das Tor zu Stone Hills. Gab's hier weitere Tore? Ja, jetzt hier, stirb mal. Stirb! Stone Hill. Da waren wir gerade. Ich kann mich an weitere... hier ist noch ein Drachi da. Hallo. Argus. Oh nein, wir haben Argus gerettet. Echt cool, mach das nochmal. Zum Artisan-Boss geht es durch die Pforte hinter mir. Du kannst ihn jetzt herausfordern, wenn du dazu bereit bist. Der Artisan-Boss. Ich denke mal, wir haben keinen Nachteil daher, ihn herauszufordern. Ich denke mal, wir ziehen keinen Nachteil daraus. Deshalb würde ich sagen, tun wir das einfach mal. Kurz noch die verbleibenden Juwelchen sammeln. Artisan Boss, ich komme. Bin am Kommen dran. Toasty heißt er. Begegnung mit Toasty. Begegnung von Toast her. Und plötzlich wird die ganze Welt dunkel und wir nähern uns unserem ersten Boss. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis gleich.